Vielen Dank. Also auch von unserer Seite herzlich willkommen. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Wir sind ja quasi die Konkurrenzveranstaltung zum Weihnachtsmarkt. Das ist eine harte Nummer. Komm, wir haben eine Mütze, aber die zeigen wir gleich. Ja, genau. Also das ist natürlich verständlich, dass das nicht ganz so einfach wird. Ein paar organisatorische Sachen. Das hier, diese Mikros und die Kameras, die sind eigentlich dafür da, dass wir das dann noch online stellen können für diejenigen, die eben doch auf dem Weihnachtsmarkt lieber unterwegs sind oder halt tatsächlich auch schon Urlaub haben. Von daher werden wir das Ganze aufzeichnen. Genau. Wenn ihr Toiletten sucht, ich denke, die meisten haben sie gefunden auf der rechten Seite. Die Toiletten für die Frauen sind halt eben ganz, ganz da hinten. Ja, genau, der ganze Gang ganz nach hinten durch. Also wer zwischendurch muss, verpasst wesentliche Teile. Ja, wir werden auch am Ende des Vortrags Pizza haben. Also durchhalten könnte sich lohnen, es gibt Pizza. Wir werden eine Menge an Pizza haben, also es wäre auch eine gute Grundlage für alles, was ihr danach noch machen wollt, was auch immer das dann ist. Mhm. Wir werden noch ein bisschen Zeit haben. Genau, wenn ihr zwischendurch fragen wollt, fragt einfach. Ich glaube, in der kleinen Runde können wir das machen. Wir müssten Fragen dann wiederholen, weil wir kein Rumgebemikro haben. Da, herein. Genau. Und dann darfst du loslegen, oder? Dann legen wir los. Ja. Wir werden heute über ein Thema reden, systemisch agile Softwareentwicklung, was dem Christian und mir sehr am Herzen liegt, weil das ein Thema ist, was aus der Praxis heraus geboren wurde und auch noch für uns sehr, sehr aktuell ist. Das Interessante und das Besondere an dem Thema ist, dass dieses Thema als solches kaum bis fast gar nicht Literatur behandelt wird. Und es liegt daran, dass wir eine Kombination aus drei Begriffen hier verwenden. Fangen wir mal ganz hinten an. Softwareentwicklung. Seid ihr weitestgehend die Experten. Großes Gebiet, kann man viel erzählen. Das Ganze noch gepaart mit Agilität, ein Buzzword, was ja die meisten auch kennen, mit Vor- und natürlich auch den Nachteilen. Und jetzt kommt das Spannende dazu, systemisch. Das ist ein Begriff, der aus der Soziologie stammt und da referenzieren wir dann auf die Luhmannsche Systemtheorie. Und das ist ein Ansatz, den man nutzen kann, um Gesellschaft zu beschreiben. Oder beispielsweise Organisationen oder Teams zu beschreiben. Also ein ganz interessanter und spannender Ansatz. Und eben diese Kombination macht das ganze Thema für uns interessant. Und wie gesagt, das ist relativ neu. Da gibt es nicht viel dazu zu dem Thema bis jetzt. Das könnte dann auch im Laufe des Vortrags dazu führen, dass ihr euch so in zwei Erlebniswelten wiederfinden werdet. Die eine Erlebniswelt könnte lauten, ach, ist doch eigentlich nichts Neues, weiß ich doch schon alles, doch völlig klar, machen wir doch alle schon so. Das könnte daran liegen, dass wir gerade inhaltlich an einer Stelle sind, wo wir ein bisschen oberflächlicher unterwegs sind. Die zweite Erlebniswelt, die könnte so auf einem anderen Pol sein, die wäre dann vielleicht sowas wie, ich habe keine Ahnung, was die zwei da gerade vor mir wollen, ich bin völlig irritiert. Das könnte dann damit zusammenhängen, dass wir ein bisschen mehr in die Materie einsteigen und eventuell gerade am Theorieteil angekommen sind, da wird das Ganze dann schon ein bisschen massiver. Irritation ist aber gar kein Problem. Im Gegenteil, das sehen wir als einen notwendigen Schritt von Lernen und Lernerfolg. Von daher an dieser Stelle schon mal viel Spaß beim Irritieren. Ja, wer sind wir beide denn? Ja, mal gucken, ob das funktioniert. Das werden wir gleich sehen. Ja, dann machen wir es halt altmodisch. Auch nicht. Jetzt. Sehr schön. Altbekannter aus der Juck. Christian Mennerich, genau, bei der Synnix hier. Bin als Softwareentwickler hier angestellt, bin aber auch in Architektur und ähnlichen Dingen unterwegs. Hab auch schon über NoSQL und ähnliche Sachen mal versucht zu berichten, aus einer anderen Perspektive. Und genau, viel mehr gibt es eigentlich zu mir gar nicht, über mich gar nicht zu sagen an der Stelle. Ich könnte schon noch mehr, aber das führt vielleicht zu weit. Bei der Pizza. Ja, Frederik Mesek. Ich arbeite jetzt seit mehreren Jahren als systemisch agiler Coach. Und das sind auch so die drei Begriffe, die für mich eine Herzensangelegenheit darstellen. Coaching im Bereich Einzelcoaching wie auch Teamentwicklung mit agilen Ansätzen dahinter, also da eben auch die Vorteile nutzen und das Ganze auf einer soliden systemischen Basis aufgestellt. Das sind so meine drei Bereiche, in denen ich gerne unterwegs bin und wir beide arbeiten jetzt schon seit über 4 Jahren mittlerweile hier bei der Synnix. Das ist da, wo wir jetzt aktuell gerade sind, also herzlich willkommen bei der Synnix. Die Synnix ist eine Softwarefirma, Softwaredienstleister, ein reiner Softwaredienstleister. Und wir sind Dienstleister seit mehreren Jahren für drei größere Kunden hauptsächlich. Und einer dieser Kunden sind wir beide drin in diesem Projekt. Und daraus ist das Ganze entstanden. Genau. Dann wisst ihr, wer ihr seid. Ihr wisst, wer wir sind. Wir fragen, wer ihr seid. Wer von euch entwickelt denn Software in irgendeiner Form?
Gut. Das war meine Irritation für heute. Wer ist agil unterwegs? Sehr schön. Was auch immer das ist, gell? Das lassen wir uns hinterher erklären, genau. Oder schauen wir, ob wir da Konsens erreichen heute. Wer entwickelt nach domänengetriebenen, nach DDD-Prinzipien? Wer weiß ungefähr? Wer weiß, was das ist? Wer würde gern und darf nicht? Das waren die, die wissen, wie es, was es ist und die nicht danach entwickeln, genau. Machen wir mal Buzzwords weiter. Wer baut Microservices? Wer ist froh damit? Das ist schön. Wer entwickelt nicht Software und kommt aus der Soziologie? Ha. Schuldig. Doch, der Singular. Trotzdem, wer ist in dem Bereich interessiert? Wer hat mal was gehört von Systemtheorie, von Luhmann? Das sind immer überraschend viele, das ist sehr cool. Wer hat eine Idee, wie das alles zusammenhängt, was wir jetzt machen? Schön. Dann können wir das doch wäre jetzt die Stelle gewesen, wo wir uns hätten befreien können und dann wechseln können. Das schade, mal wieder nicht funktioniert. Schön. Ja. Okay, dann gucken wir mal, wie wir das alles zusammenkriegen. Aus unserer Sicht gibt es einen Zusammenhang, einen sehr schönen. Und mal schauen, ob wir den vermitteln können. Genau. Also wir werden aus diesem großen Themengebiet einen Teil rausnehmen, den wir als sehr wertvoll erachten, wo wir auch glauben, das können wir in der Zeit euch ein bisschen näher bringen, weil da könnte man sehr, sehr viel berichten. Und wie gesagt, das ist aus der Praxis entstanden, deswegen werden wir das auch sehr praxisorientiert vorstellen, also die Inhalte an der Praxis orientieren. Was erwartet euch in den nächsten Minuten? Also, wir haben einmal einen Problembereich oder die Problembeschreibung, den wir aufmachen werden. Also ganz klassisch, Problembeschreibung, worum geht es eigentlich? Dann werden wir uns bemühen, den Theorieteil aufzuspannen. Achtung, Irritation möglich, ja, könnte passieren an der Stelle. Den wir dann auch nutzen wollen für eine Lösungskonstruktion. Also Ideen, die wir tatsächlich derzeit auch schon benutzen und worauf wir dann auch länger aufbauen wollen. Fangen wir doch mal an. Worum geht es eigentlich? Ich habe ja berichtet, dass wir beide seit über 4 Jahren mittlerweile im gleichen Kundenprojekt drin arbeiten. Und das ist ein Kunde, der aus der Logistikbranche kommt. Und der selber bietet die Dienstleistung an, dass man Waren von A nach B transportieren kann. Und hauptsächlich im Binnenmarkt. Das heißt, es geht irgendwie darum, beispielsweise Waren von einem Seehafen nach Deutschland zu transportieren. Das wäre so ein Importfall oder standardmäßig ein Exportfall. Man möchte irgendwie Waren von Deutschland irgendwo weiter weg verschiffen und das dann zum Beispiel zum Seehafen hin. Und typischerweise werden hierfür dann solche Schiffscontainer benutzt, gibt es ja in verschiedenen Ausführungen. Okay. Genau. Kennt ihr wahrscheinlich alle, auf der Autobahn mal hinterhergefahren oder als Flaschencontainer gesehen. Genau, das sind so diese typischen Schiffscontainer und der Kunde nutzt dafür entweder Schiene, Schiff oder halt eine LKW, das ist so ein trimodaler Prozess dahinter, den er nutzen kann. Und dem seine Dienstleistung ist es halt eben, diese ganze Logistikkette bereitzustellen. Und was möchte der Kunde von uns, ja, von der Synnex? Er möchte gerne diese ganzen Ketten digital abbilden können. Also das Ganze zu digitalisieren, reale Abläufe in Softwareform abbilden und langfristig dadurch natürlich auch zu optimieren. Und so geht es auch um digitale Transformation des Unternehmens, um beispielsweise auch was Gutes zu tun, indem die Umwelt geschont wird, weniger Papier, weil natürlich auch immer sehr viel noch Papier gebraucht wird, Strom zu sparen etc. Ja, und wir werden uns heute einen Teil dieser Logistikkette angucken. Und zwar haben wir uns mal beschränkt auf so ein Terminal. Das ist so ein typisches Container-Terminal, wie es unser Kunde auch betreiben könnte. Was kann man da sehen? Man sieht hier zum Beispiel so eine Straße und dann kann man hier aufs Terminal fahren. Da sind überall Container. Dann können Container auf einen LKW umgeschlagen werden oder auf einen Zug oder auf ein Schiff beispielsweise. Und jetzt, wenn man das Ganze digitalisieren möchte, was muss man da machen? In irgendeiner Art und Weise braucht es einen Requirements Engineer, der dann die ganzen Anforderungen, die ganzen Abläufe, bestmöglich alle relevanten Abläufe auf so einem Terminal beschreibt. Das Ganze dann in Form von Anforderungen, beispielsweise in einen Product Backlog oder Lastenpflichtenheft, was auch immer man nutzen möchte, werden diese Anforderungen reingegossen. Und das Ganze wird dann übergeben an die Softwareentwicklung. Das wäre in dem Fall hier bei uns zum Beispiel die Synnex.
Idealerweise wäre es natürlich so, dass die Leute vor Ort, die im Terminal arbeiten, gleichzeitig ihre Software schreiben könnten. Das wäre natürlich super, dann würde man sich einige sparen an Transferleistung. Das ist aber in der Regel nicht der Fall. Die haben ihr eigenes Business und sind da gut eingespannt. Von daher braucht es eben eine Softwareentwicklung, die das macht. Und dann kommt am Ende, wir haben es genannt, eine digitalisierte Realität, also die Anforderungen digitaler Form wieder raus. Und das könnte beispielsweise dann so ein Terminal sein. Jetzt haben wir aber festgestellt, dass in der Art und Weise, wie ich das jetzt gerade beschreibe, dass sich da ein paar Annahmen verstecken, die für uns nicht wirklich haltbar sind, die nicht gut funktionieren. Und das wollen wir uns mal genau angucken, was das für Annahmen sind. Und bekanntermaßen steckt ja der Teufel im Detail. Das wollen wir mal schauen. Versetzen wir uns mal in die Lage eines Requirements Engineer. Also, der steht jetzt vor so einem Terminal, guckt sich so ein ganzes Terminal an und überlegt sich, ja, wo fange ich da eigentlich an? Hat das einen Anfang? Hat das ein Ende? Also irgendwie muss ich ja anfangen, die Prozesse zu beschreiben. Das als Ganzes zu beschreiben, in einem, wird wahrscheinlich unheimlich schwierig. Ja, dann sagt er sich, naja, ich könnte doch einfacherweise mal hier eine Systemgrenze ziehen um das Terminal und kann sagen, das hier ist das Terminal, weil es gerade zum Beispiel das Terminalgelände ist und alles andere ist es nicht, zum Beispiel hier. Ja, das macht deswegen allein schon Sinn, weil wir auch rechtliche Übergänge haben. Also es könnte hier irgendwie eine Bundesstraße beispielsweise sein. Da gelten natürlich andere rechtliche Voraussetzungen wie auf dem Terminal. Wäre schon mal so der erste Schritt. Könnte ja Sinn ergeben. Jetzt geht man im nächsten Schritt hin und könnte sagen, naja, ich schaue mir mal so ein Organisationsdiagramm an. Ablauf- und Aufbauorganisation. Vielleicht finde ich da schon Systemschnitte, die ich nutzen kann, um nachher meine Anforderungen besser zu strukturieren und dementsprechend das vielleicht auch nachher der Softwareentwicklung weiterzugeben. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und sage, naja gut, irgendwie gibt es doch da baulich getrennte Räume auf so einem Terminal. Da finde ich beispielsweise so ein Gatehouse, da arbeiten Gate-Mitarbeiter, die sagen, kommst hier rein oder kommst hier nicht rein, darfst rein oder rausfahren, ja, je nachdem, ob das dementsprechend funktioniert und erlaubt ist an der Stelle. Dann könnte es noch eine, oder gibt es natürlich in meisten Fällen auch eine Dispo-Abteilung, die kümmern sich darum, dass dann ein Auftrag nachher konkret durchgeführt wird, entweder mit dem Schiff oder Zug oder LKW. Dann gibt es noch eine Sales-Abteilung, die kümmert sich darum, dass ein Kundenwunsch nachher dann auch zu einem Auftrag wird. Oder ein Stackerfahrer, das sind die Leute, die dann diese Container anheben und absetzen können, die nennt sich Stackerfahrer. Oder ein Kranfahrer oder ein Truckfahrer. Ja, das sind so alles relevante Bereiche, die man identifizieren könnte als Requirements Engineer und sagt, ah ja, die brauche ich irgendwie. Jetzt ist es nun mal so, dass er aber auch weiß, er alleine kann nicht alle Prozesse beschreiben. Also braucht er die Expertise der Leute, die in diesen einzelnen Bereichen arbeiten. Das sind ja häufig viele Menschen, die jahrelang nichts anderes machen, als diesen einen Bereich abzubilden. Und er weiß, okay, ich brauche die Leute, muss sie irgendwie in den Tisch holen, um diese Anforderungen zu beschreiben. Und da fängt das Ganze an, jetzt ein bisschen diffizil zu werden. Denn wenn die jetzt alle so in einem Raum an den Tisch sitzen und über ihre Arbeit sprechen, stellt sich ja die Frage, über was sprechen die eigentlich genau? Über die Arbeitsweise, wie es wirklich, wirklich ist? Also wie sie tatsächlich arbeiten? Oder so, wie sie eigentlich arbeiten sollten? Oder so, wie sie arbeiten sollten, wenn der Chef da ist? Oder der Terminalleiter? Oder vielleicht, wie sich die Holding das wünscht? Und inwiefern beeinflusst eigentlich die Anwesenheit von diesem Requirements Engineer hier den ganzen Prozess? Vielleicht sagt ja dann einer, oh, endlich ist da jemand, dem kann ich mal sagen, wie ich arbeiten möchte in Zukunft. Dann sage ich, so muss man arbeiten, dass ich nachher nochmal eine schöne Tabelle habe und am besten noch eine tolle Excel-Datei, die noch viel schöner und bunter ist. Könnte er sein, ja. Wissen wir an der Stelle nicht. Also die Frage, die sich der Requirements-Engineer da stellt, ist, inwiefern schaffe ich alle relevanten Prozesse rauszufinden? Und jetzt gibt es noch was weiteres, noch ein ganz interessanter Aspekt. Und zwar, alle sind sich einig, dass sie über die Realität sprechen, über das Terminal oder beispielsweise über den Container. Aber wie diese erlebt wird, wie diese wahrgenommen wird, ist eine Interpretation jeder einzelnen Person. Und das mag zwar trivial klingen, hat aber enorme Auswirkungen. Das möchte ich euch ganz kurz durch ein Beispiel zeigen. Ich habe zwei Beispiele vorbereitet, einmal ein GIF und einmal ein kurzes Video. Und wir werden uns jetzt gleich ein GIF angucken. Und zwar werdet ihr dort eine Maske sehen, die sich die ganze Zeit im Kreis dreht. Und das ist eine Hohlmaske. Das heißt, die hat ein Gesicht von außen und eben die Konturen, wenn die Maske hohl ist, das man von innen erkennen kann. Und eure Aufgabe, ganz banal, ist nichts anderes, als die Maske von außen zu kennen, wenn sie gerade von außen zu sehen ist, dreht sie sich weiter und sie ist von innen zu erkennen, sie vollständig von innen zu erkennen.
Ja, ist eigentlich ganz einfach. Weil dann werde ich dadurch euch nochmal kurz erklären, was das Ganze mit der Realität da zu tun hat. So, ihr seht sie. Die Maske dreht sich. Dreht sich. Jetzt ist das Gesicht gerade von außen zu erkennen. Ah, jetzt kommt die Maske von innen. Jetzt ist das Gesicht vollständig von innen zu erkennen. Jetzt ist es wieder von außen zu erkennen. Ja, also es dreht sich weiter. Jetzt ist es wieder von innen zu erkennen, vollständig. Ah, und jetzt sieht man es wieder vollständig von außen. Wem ist es gelungen, die ganze Zeit das Gesicht von außen zu erkennen, wenn es außen war, und es innen zu erkennen, wenn es innen war? Beruhigend. Sehr gut. Irritierend, ja. Es ist ganz spannend, weil... Du hast sowas gelernt. Interessanterweise ist das, oder wurde das, ich weiß nicht, ob es immer noch auch gemacht wird, es wird auch immer wieder und wurde auch häufig benutzt, um Psychosen zu erkennen. Also es gibt Menschen, die können tatsächlich das Gesicht die ganze Zeit von innen erkennen und dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass da vielleicht Psychosen vorliegen. Weil tatsächlich ist es so, ihr könnt das Gesicht in der Regel nicht von innen erkennen, obwohl es real ja so ist, also das Gesicht ist ja innen, das ist kein Fake, das ist nicht irgendwie animiert, das kann man auch mit einer echten Maske, die real ist, so reproduzieren. Also das Gesicht ist eigentlich von innen zu erkennen, funktioniert aber nicht, ja? Obwohl das ja die Realität ist. Woran liegt das? Das liegt daran, dass das wahrnehmende System eine höhere Dominanz hat. Also das bestimmt, was wir eigentlich dort sehen müssen. Es widerspricht sich, dass wir die Maske von innen sehen. Über die Jahrtausende hinweg hat sich unser Gehirn halt so entwickelt, dass Gesichtserkennung extrem wichtig ist. Also es war einfach wichtig mit der Zeit, gehörst du zu meinem Stamm oder nicht? Vor vielen, vielen Jahren davor war es wichtig, das, was ich rieche, ist das giftig oder nicht? Das ist dann ein bisschen mehr in den Hintergrund getreten. Dafür hat sich der visuelle Bereich mehr ausgebreitet, ist wichtiger geworden, um eben die Gesichter zu erkennen. Und wir haben natürlich auch die Fähigkeit, überall Emotionen wahrzunehmen und das mit Gesichtern zu verbinden. Deswegen wollen wir überall auch immer wieder Gesichter sehen. Und das ist interessant, weil normalerweise würde man sagen, ja, real kann das ja gar nicht sein. Wir müssten es ja von innen sehen. Das Nervensystem ist ja ein in sich geschlossenes System. Es gibt keine Möglichkeit, mit der Realität des Nervensystems zu interagieren. Alle Reize, egal was es ist, visuell, auditiv, alle anderen Reize, werden immer übersetzt in einen elektrischen Impuls. Also 0 oder 1. Entweder es feuert oder feuert nicht die Nervenzelle. Und interessanterweise ist es auch so, dass das Gehirn mit über 99% mit sich selbst vernetzt ist und beschäftigt und die wenigsten Reize von außen kommen. Was aber nicht heißt, dass der Reiz von außen nicht wichtig wäre. Also der Reiz von außen ist natürlich überlebenswichtig. Ja? Aber was wir daraus machen, wie wir das konstruieren, das ist eine Eigenleistung von jedem selbst. Aber es ist auch nicht ganz beliebig. Ich wollte euch jetzt noch ein kurzes Video zeigen. Und zwar ist es eine ganz kurze Sequenz. Und in diesem Video seht ihr aus drei verschiedenen Perspektiven den gleichen Inhalt. Und ihr könnt euch mal ganz kurz überlegen, wie ihr diese einzelnen kurzen Perspektiven bewerten würdet. Also was ist das für ein Verhalten, was ihr da seht? Boah, geht. Das ist die erste Sequenz. Das ist die zweite. Und das ist die letzte. Ja, ist eine Werbung gewesen von The Guardian. Schon relativ alt, wie ihr seht. Und was ihr da eventuell gerade gesehen habt, war Flucht, Angriff, Hilfeleistung. Ja, das sind so diese drei Begriffe, die man diesen drei Szenen zuordnen kann. Und es geht wahnsinnig schnell. Wir sind extrem gut darin, Dinge in den Kontext zu stellen. Und wenn jetzt drei Perspektiven, also drei Perspektiven beispielsweise auf einen und denselben Inhalt da sind, stellt sich doch die Frage, wer hat eigentlich jetzt recht gehabt? Und das Gleiche passiert ja da auch. Alle reden vermeintlich über die eine Realität, ist ja klar. Es geht um das Terminal, ist klar, das ist doch das, was ich jeden Tag mache seit 20 Jahren. Was willst du eigentlich von mir? Nee, das ist aber anders. Ja, weil jeder sich natürlich ein bisschen was anderes konstruiert. Wir sind uns einig, da ist ein Container. Das wird keiner leugnen. Wie dieser aber exakt aussieht, Formgebung, Farbe, ja, das Sprache allein schon limitiert, das ist wieder sehr individuell. Und deswegen kann es hier auch zur Abweichung führen. Und der Requirements Engineer hat dann vielleicht irgendwie eine Mischung aus allem. Und wenn jetzt da einer sagt, ich habe recht, nee, der andere sagt, ich habe recht, aber nee, ich habe recht, ist ganz, ganz schwierig, da rauszufinden, wer eigentlich recht hat. Und gibt es überhaupt sowas wie, ich habe recht und du bist falsch in der Wahrnehmung? Also das ist ganz, ganz spannend. Naja, und diese eben...
dass er beeinflusst diesen Prozess durch seine Anwesenheit und diese Realitätskonstruktion, das spiegelt sich nachher natürlich in gewisser Weise auch in diesen Anforderungen wider. Im Übrigen, diesen Effekt, dass Wahrnehmung und Wirklichkeit konstruiert ist, ist ganz, ganz alt schon in der Philosophie abgehandelt, findet man bei der Erkenntnistheorie beispielsweise oder auch Konstruktivismus. Und da bedient sich auch die Luhmannsche Systemtheorie. Also Konstruktivismus kommt auch bei ihm davor, deswegen ergänzt sich das da ganz gut. Letztendlich ist es so, dass die Anforderungen dann hier im Backlog landen. Und jetzt geht das Ganze ja weiter. Jetzt sind ja diese Anforderungen, sind ja die Grundlage nachher für die Softwareentwickler, um ein Verständnis zu bekommen, was eigentlich gefordert ist, um das nachher in Software zu gießen. Und das sieht man hier auch wieder. Das hier, jedes einzelne Backlog sorgt dafür, dass die Softwareentwickler eine Vorstellung haben von dem, was da eigentlich gefordert ist. Und das muss ja nicht das Gleiche sein, weil das auch wieder eine Konstruktion ist. Nämlich eine Konstruktion der Konstruktion. Konstruktion zweiter Ordnung, um es schön kompliziert zu machen. Weil das ist ja die Konstruktion von einem Requirements Engineer, die hier dann wieder konstruiert wird. Und jetzt besteht ja die Herausforderung, ein Softwareprodukt zu bauen im Team. Und da das Terminal nicht von einem Team gebaut werden kann, sondern von sehr vielen, muss man das Ganze dann auch noch mit allen anderen hinbekommen, dass das zusammen nachher eine digitalisierte Realität, ein Produkt darstellt. Enorm schwierig. Ja, und deswegen kann es natürlich sein, dass nachher die Anforderungen nicht dementsprechend umgesetzt sind, wie es sein soll. Ja, man sieht hier, da ist zwar ein Gate, aber irgendwo fehlen da Grenzen, was auch immer das ist. Hier ist ein Schiff, aber das sieht irgendwie anders aus als gedacht. Da fehlen Container, das Haus steht irgendwo anders. Ja, das kann natürlich dazu führen. Und der Christian hat jetzt die Ehre und die Aufgabe, eine Theorie da mitzuliefern, die wir dann nachher für die Lösungskonstruktion nutzen wollen. Da übergebe ich dir. Funktioniert das von hier, wenn ich hier so... Sollte. Sehr schön. Genau, also wir wollen letztlich, wollen wir schauen, ob wir einen theoretischen Unterbau finden, haben wir uns gedacht, der uns hilft, die Sachen vielleicht besser zu verstehen, besser zu beschreiben. Und wir sind gelandet bei zwei Dingen. Zum einen aus der Softwareentwicklerseite beim Domain-Driven Design, im Wesentlichen wie Evans es benutzt. Und auf der anderen Seite bei der Systemtheorie von Niklas Luhmann, getrieben durch deine Ausbildung, schön vorbereitet, die auch eine starke konstruktivistische Komponente hat. Genau, also wollen wir mal schauen. Diese Systemtheorie ist eine soziologische Theorie, also irgendwie die Idee, wie man Gesellschaft gut beschreibt. Und wir hatten gedacht, schauen wir mal, ob sich das benutzen lässt, die Welt auch vom DDD, Bounded Context und ähnliches mit Leben zu füllen. Generell gibt es in der Luhmannschen Systemtheorie gibt es verschiedene Systeme. Wir werden uns auf die Systeme beschränken, die soziale Systeme heißen, die im Wesentlichen aus Kommunikation besteht. Das ist schön abstrakt. Jeder, der mal irgendwie Mathe-Vorlesungen machen durfte, der freut sich. Also es gibt irgendwie ein Element und das kann man hintereinander ausführen und dann passieren gute Dinge. Und in der Theorie ist das auch ein schönes Konzept. Bevor wir in die Begriffswelt tiefer einsteigen, schauen wir vielleicht einfach mal in ein soziales System, wie wir es vielleicht in der Beschreibung, wie sie der Freddy vom Terminal eben gezeigt hat, finden können. Und zwar nehmen wir unser Gate und schauen mal, was da halt an Kommunikation passieren kann. Zum Beispiel kommt ein LKW an diesem Gate. Das ist eine Kommunikation. Der LKW KALX345, der ist da. Und darauf reagiert dann einer mit einer Anschlusskommunikation und sagt, das ist schön, aber den kennen wir gar nicht, den erwarten wir gar nicht. Und jetzt müssen andere Sachen passieren. Man stellt zum Beispiel fest, gestern hätte der kommen müssen. Und schon an dieser Stelle gibt es jetzt eine Vielzahl von Möglichkeiten, die denkbar sind, wie man hier reagieren kann. Zum Beispiel wäre eine Möglichkeit zu sagen, den lassen wir aber nicht rein, der ist ungeprüft. Oder es gibt eine Frustreaktion, jeder macht hier, was er will. Und in diesem Beispiel ist die anschlussfähige Kommunikation, wir lassen ihn reinfahren. Und wie das passiert, das geschieht nach gewissen Regeln und Prozessen, die in diesem Kommunikationssystem vorherrschen. Und so bilden sich Muster raus, die es erlauben, Kommunikationsketten, also das Ergebnis einer Kommunikation ist wieder Kommunikation aneinander zu reihen.
Die Reaktion hier wäre, wir lassen ihn einfahren. Wir wollen ja den Kunden nicht warten lassen, wir wollen kein Geld verlieren, also lassen wir ihn rein. Und daraufhin gibt es wieder denkbare Reaktionen. Zum Beispiel könnte der Mitarbeiter besorgt sein, dass es Ärger gibt, oder man macht das, was man immer macht. Man hat das Muster, weil das Tagesgeschäft passiert, hat sich das Muster etabliert. Wir schreiben das so, dass er gestern war. Und das haben wir immer so gemacht, und so entstehen Muster in der Kommunikation nach gewissen Regeln. Es bilden sich Regelkreise heraus. Und wenn wir nochmal zurückspringen in die abstraktere Beschreibung, können wir in dieser Luhmannschen Theorie soziale Systeme beschreiben als Systeme, die sich selbst erzeugen, die sogenannte Autopoiesis, also sie erzeugen sich aus sich selber und sie wollen fortbestehen. Sie sind selbst organisiert, und diese Selbstorganisation führt dazu, dass sie autonom sind. Und ein ganz wichtiges Konzept noch ist die sogenannte operative Geschlossenheit. Diese Regeln, Regelkreise und Muster finden alle statt innerhalb dieses sozialen Systems, und damit grenzt sich dieses System ab von dem, was es nicht ist. Es entsteht eine Grenze, und an dieser Systemgrenze ist für andere Schluss. Also keiner von außen hat Zugriff direkt auf die Kommunikation, die innerhalb dieses Systems stattfindet. Gesundheit. genau. Und was allerdings passieren kann, die Systeme sind trotzdem offen für Informationen von außen, dass ein sogenannter Reiz auf diese Grenze trifft. Also irgendwie kommt dann Information an die Grenze, und das System muss jetzt damit umgehen. Und ob es was tut und was es tut, entscheidet es nach Relevanz. Also der Reiz trifft drauf, es findet eine sogenannte Reduktion statt, eine Komplexitätsreduktion an der Grenze statt. Der Reiz wird entschieden, ob er relevant ist für das System oder nicht, und wird dann in diesem System so interpretiert, wie die hier bestehenden Muster und Regeln es erlauben. Aber von außen gibt es keine Garantie, dass was da in irgendeiner Form gesendet würde, auch das ist, was das Außen meint, was auch immer das bedeutet. Okay, dann können wir uns vorstellen, dass es jetzt viele solcher Systeme gibt. Zum Beispiel sind diese roten Kreise irgendwie das, was der Requirements Engineer an dem Terminal als offensichtliche Systeme entdeckt hat. Also wir haben unsere Disposition, wir haben die Sales, und die kommunizieren jetzt über Reize, oder die schicken jetzt Reize wild durch die Gegend. Und tun damit Dinge. Dann gibt es aber noch ein anderes wichtiges Konzept, und zwar können Dinge zusammenhängen, sie können strukturell gekoppelt sein. Wir können uns vorstellen, dass die Disposition, also die Stelle an dem Terminal, die Container auf irgendwelche Verkehrsmittel zum Transport bucht, mit der Sales, mit dem Verkauf in dem regelmäßigen Kontakt steht. Und zwar wird immer kurzfristig gefragt, ob noch so ein Container von einem Kunden mitgenommen werden kann. Und dann geht eine Disposition los und fragt in der Sales, ob das okay ist, ob das auch verkauft wurde, ob das eine Leistung ist. Und wenn solche Sachen häufig passieren, dann sagen wir, gewinnt diese Kommunikation an Relevanz. Und diese relevante Kommunikation sorgt dafür, dass wieder ein soziales System entsteht. Also wir haben ein weiteres System identifiziert, das mit diesen anderen beiden irgendwie zusammenhängt. Es kann nicht ohne eins von den beiden, aber es ist irgendwie da. Und wenn man eine Software baut, die diese Prozesse digitalisiert, dann ist es vielleicht eine gute Idee, solche Dinge zu finden und auch zu beachten. Genau, und dann schauen wir weiter oben auf die Welt. Jetzt wollen wir langsam die Brücke kriegen zur Softwareentwicklung. Und zwar haben wir jetzt viele solcher sozialen Systeme, die zusammenhängen oder auch nicht. Und
Wie kommen wir jetzt in diese Softwareentwicklung? Wer von euch kennt denn aus dem DDD oder auch darüber hinaus den Begriff des Bounded Context? Das ist sehr schön. Also unsere Idee war jetzt, vielleicht hängt das ja irgendwie zusammen. Also ist so ein Bounded Context, was man als so ein soziales System begreifen kann. Es geistert im Moment verstärkt wieder der Begriff von Conway's Law rum. Sagt das jemandem nichts? wer kennt den Begriff? Genau, also die Idee ist, dass eine Organisation, die sich irgendwie beschreibt, die ein Systemdesign von sich erstellt, eine Kopie erzeugt von der Kommunikationsstruktur in diesem System selber. Und wenn wir sowas annehmen, also man spricht in dem Kontext im Moment auch oft von einem isomorphen Design, also das, was man erzeugt, ist so eine 1:1 Kopie. Vielleicht kann man das mit diesen Bounded Contexts in Verbindung bringen. Ein anderer Begriff, der da im Moment rumgeistert, ist der Begriff des inversen Conway-Manöver. Kennst du auch, ja? Das, also geprägt viel durch die Leute von ThoughtWorks, die so eine Definition rausgegeben haben. Da ist irgendwie die Idee zu sagen, ja, wenn das schon ein Isomorphismus ist, was auch immer das bedeutet, also wenn das schon immer gleich aussieht, was ich da unten baue, dann überlege ich mir doch ein schönes Software-Design und drehe jetzt oben so lange an den Prozessen, bis das drauf passt. Und dann ist das quasi die Restrukturierung des Unternehmens nach den Vorstellungen dieser Software. Die würde das führen. Hat das mal jemand benutzt? Hast du mal, macht ihr sowas bewusst? Also tatsächlich ist es spannend. Okay, es funktioniert auch. Sehr cool. Das wäre, also können wir nachher gerne mal drüber reden. Uns sind nicht wirklich viele Positivbeispiele bekannt. Positiv in dem Sinne, dass es funktioniert. Also ob jetzt, wenn das Software-Design scheiße ist, kann es trotzdem erfolgreich umgesetzt sein. Dann hat man das Unternehmen auch erfolgreich kaputt gemacht. Also positiv meine ich, dass man wirklich das Unternehmen so verändern kann, dass die Software führt auf das, was es werden soll. Sehr schön. Also ich kenne, es gibt ein Buch von dem Newham, heißt Microservices, der gibt ein Beispiel von so einer Garagenfirma an, aber mehr, also können wir gerne mal aufnehmen. Okay, dann gehen wir mal in die weiterhin Richtung Software, Architektur und ähnliches. Wer benutzt einen Message Broker außer Kafka? Nee, wer benutzt Message Broker tatsächlich in irgendeiner Form, was so Nachrichten schleudern? Okay. Gucken wir mal, wie wir das zusammenkriegen. Also vielleicht ist es so, dass soziale Systeme und Bounded Context nah zusammen sind. Also schon in der Definition, wenn man in diese Definition von Eric Evans guckt, was ein Bounded Context ist, ist es auch etwas, was sich abgrenzt, also eine Grenze zieht zu dem, was es nicht ist. Das tun soziale Systeme auch. Es geht um Sprache, also auch irgendwie um Kommunikation. Im Evans ist es diese sogenannte Ubiquitous Language, in der man über ein gemeinsames Modell spricht. Der Modellbegriff an der Stelle ist ein interessantes Thema, wo man nochmal tiefer drüber nachdenken kann, wenn man sich überlegt, dass diese konstruktivistischen Gedanken, die der Freddy eben vorgestellt hat, dass die gelten, dann würde man nicht mehr über ein Abbild der Realität, sondern letztlich eine Konstruktion der Realität im Modell sprechen müssen. Was das im Detail bedeutet, über die Ideenfindung, da reden wir dann in der Lösungskonstruktion nochmal gleich drüber. Aber schon sprachlich sind die Sachen eigentlich sehr, sehr nah, finden wir, und deshalb ist es vielleicht naheliegend, jetzt auch den Schritt zu machen und zu sagen, okay, wenn wir das gefunden haben und das ist sowas wie ein Bounded Context, dann machen wir doch Folgendes: Für jedes soziale System sagen wir, das ist so ein abgeschlossener Kontext, und wir bauen dann sowas wie ein Service dafür. Und das, was dann entsteht, ist ein Kommunikationssystem, das irgendwie
gemeinsam besteht, wann die Sachen miteinander interagieren. Reize werden eventuell zu den Nachrichten auf dem Message Broker, also wenn ein Service irgendwas tut, was in seiner Welt eine Relevanz ist, hat, dann gibt es einen Output auf den Bus und den dürfen alle anderen dann nehmen. Was sie daraus machen? Keine Ahnung. Meist nicht das, was ich gemeint habe, wenn ich die Nachricht designt habe. Aber jeder ist halt frei, diese Nachrichten zu konsumieren, zu benutzen und dann gegebenenfalls auch zu verwerfen. Also unser Gate-Service zum Beispiel würde auf solche Input-Reize reagieren, die über ankommende LKWs informiert, würde alles wegschmeißen, was vielleicht mit Schiffen zu tun hat, ob das gut ist oder nicht. Jedenfalls reagiert er wieder als Output mit einem Reiz, der für andere zugänglich ist. Im Software-Design müssen wir uns irgendwie noch Gedanken machen um die Kopplung von Systemen. Was passiert, wenn so ein System mal stirbt? Also wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass das selten passiert oder im Sinne von einer Resilience sowas wie eine Kernfunktionalität weiter da ist. Wir müssen technisch uns Dinge überlegen. Aber vielleicht können wir auch das einfach interpretieren in der soziologischen Beschreibung, was passiert, wenn so ein soziales System in dem Moment nicht antwortet, nichts tut. Und genau, so denken wir, kann man sich vielleicht eine Vorstellung machen und das mit ein bisschen fundierterem Leben füllen, als das, was wir bisher in der Literatur gefunden hatten. Interessanter Gedanke hierbei jetzt noch ist, da wir auch alle agil entwickeln und wir sagen, irgendwie steckt da so ein Isomorphie-Gedanke drin, wenn wir oben neue soziale Systeme identifizieren und gießen die in den Service, dann ändern wir irgendwie die Softwarearchitektur. Wenn wir das machen, ändern wir aber auch irgendwie die Gesellschaft, die es benutzt. Und das heißt, es entsteht wieder die Notwendigkeit, Dinge anzupassen. Und damit diese beiden Welten möglichst oft gleich aussehen, was auch immer das heißt, da gehen wir gleich noch ein bisschen detaillierter drauf ein, was wir denken, was das heißen kann, erscheint uns das schlau, das auch oft zu machen. Also im Sinne einer agilen Softwareentwicklung kontinuierlich auszurollen, oft Software auszurollen, sie direkt an den Endnutzer zu bringen, dass er sie auch wirklich benutzt und nicht in großen Batches ab und zu Dinge zu tun. Weil diese beiden Welten sollen ja in Einklang sein, wenn wir sagen, unser Design ist da okay. Ich gebe zurück und du füllst jetzt einmal noch die Ideen mit Leben. Wie wir denken, dass dieser Agilitätsgedanke funktionieren kann und was es eigentlich heißt, eine Einigkeit haben zu wollen zwischen diesen zwei Welten oder überhaupt zwischen verschiedenen Welten. Genau, gucken wir uns noch die Lösungskonstruktion an. Also ihr habt den harten Theorieteil an der Stelle erstmal überlebt. Das ist klasse, keiner ist vom Stuhl gefallen, keiner ist aus dem Raum gestürmt. Gut, Pizza ist noch nicht da, ist verständlich. Zwei Hypothesen. Sind hängen geblieben zwischen zwei Stühlen. Zwei Hypothesen an der Stelle. Entweder ihr wart wirklich, das hat euch irgendwie mitgenommen und euch interessiert. Die eine Hypothese, die andere ist... Ihr wart mitgenommen und das hat euch nicht interessiert. Nee, ihr wart so irritiert, ihr vergessen aufzustehen. Das könnte ja auch sein. Genau. Das war der Theorieteil, den wir jetzt nutzen wollen, um uns zu überlegen, was hilft uns das eigentlich? Also wir wissen, okay, es geht um in irgendeiner Art und Weise relevante soziale Systeme, die wir finden wollen, die mehr sind als nur irgendwelche Gebäude, wo Menschen arbeiten. Es geht darum, dass wir Realitätskonstruktionen nicht leugnen können, sondern sie sind Fakt, sie sind einfach da. Also es gibt unterschiedliche Perspektiven, wie können wir die integrieren? Eben was der Christian auch schon meinte hier, iterativen Ansatz zu fahren, um diese Abweichungen irgendwie auch Herr zu werden im Ganzen. Ja, und daraus dann eine Softwarearchitektur zu schaffen, die uns dabei unterstützen kann. Gucken wir uns mal an, was das für die Lösung bedeuten kann. Also, gehen wir wieder zurück zu unserem schönen klassischen Bild, wie wir es vorher schon hatten. Und zwar, als Requirements Engineer weiß ich jetzt an der Stelle, okay, ich habe eine Systemgrenze, ich finde hier schon vorgegebene praktische Systemschnitte, diese roten Kreise, diese roten sozialen Systeme. Und ich weiß jetzt auch durch geschickte Fragestellung, dieser Freud ist echt fies unterwegs heute, dass wir hier noch einige interessante, relevante Systeme finden.
Und genau in der Stelle wird auch der Requirements Engineer wieder alle an einen Tisch holen und sich diesmal überlegen, ja, wie können wir denn die ganzen Anforderungen erheben? Was sind denn diese ganzen Abläufe, die wir brauchen? Er weiß diesmal auch, dass seine Anwesenheit eine Notwendigkeit ist, die auch das System beeinflusst. Das ist ihm klar. Er weiß das, dass er das System beeinflusst und dass das, was dabei rauskommt, mit ihm eine Konstruktion darstellt. Und er weiß auch, dass es sowas wie Realitätskonstruktionen gibt. Und jetzt wird es eben interessant. Es geht nicht darum zu sagen, dass jemand nicht recht hat oder jemand falsch ist, sondern es geht darum, rauszufinden, auf was kann man sich eigentlich einigen. Also das, was die Leute konstruieren, wo ist da die Schnittmenge? Und da spricht der Luhmann dann auch von Realitätskonsens. Also es geht darum, den Konsens über die Konstruktion zu schaffen, die da sind. Und das ist hier gemeint, also wir haben hier überall, das ist ein Venn-Diagramm, in diesem Venn-Diagramm sehen wir hier überall einzelne Kreise und die überlappen sich. Und in diesem Kreis muss natürlich notwendigerweise der Requirements Engineer dabei sein, weil er muss ja nachher diese Anforderungen in irgendeiner Form verschriftlichen. Und dieser Bereich hier ist das, wo ein Konsens herrscht über das, was hier passiert in der Realität oder was passieren soll, wenn man natürlich auch daran denkt, dass man Prozesse verändert und optimieren möchte. Und das ist etwas, was dem Requirements Engineer hilft, und diesem ganzen Team auch zu verstehen, okay, es gibt unterschiedliche Ansichten, lasst uns rausfinden, wo haben wir eigentlich Gemeinsamkeiten und was muss sein und was sollte vielleicht nicht sein. Und jetzt gibt es eine spezielle Möglichkeit, das natürlich auch noch zu unterstützen, beispielsweise, so wie wir arbeiten, und das ist ja in der agilen Welt heutzutage normal, man arbeitet ja in Teams gemeinsam zusammen. Was da helfen kann, ist, dass man eine gemeinsame Sprache prägt, dass man ein Glossar hat mit Begriffen, wo klar ist, was meint man damit eigentlich? Was ist eine Route? Was ist eigentlich ein Container? Was ist ein Auftrag? Was ist ein Auftragskopf? Was ist eine Planung? Was ist eine Durchführung? Also dass man jeder versteht was drunter, aber dass da eine Gemeinsamkeit herrscht. Also ein Konsens darüber, was man eigentlich gemeinsam versteht. Und was natürlich auch ungemein hilft, ist, dass man viel visualisiert. Also das nicht immer nur auf der verbalen Tonspur lässt und auch nicht nur Schrifttext oder sonstiges, sondern dass man auch hingeht und zum Beispiel solche Container mal hier hat. Wenn wir nachher mal Lust haben, können wir mal durchs Büro gehen und da haben wir ein großes Modell von so einem Terminal. Ja, das nutzen wir. Oder Lego beispielsweise. Oder andere Art von Visualisierung, wie wir es hier sehen. Und was man sich auch bedienen kann, man kann spezielle Fragen stellen, die ein bisschen den Raum erweitern, um an diese relevanten sozialen Systeme ranzukommen. Und das ist so ein kurzer kleiner Ausflug in die therapeutische Welt, weil das sind Fragen, die sich die typischerweise heutzutage auch in der modernen Therapie vorkommen. Also könnte so eine Frage lauten: Woran würden Sie am Ende des Tages erkennen, dass Sie einen gelungenen Arbeitstag hatten? Das ist halt eine andere Frage wie, was machst du den ganzen Tag? Was machst du eigentlich? Was machst du eigentlich? Wie machst du es richtig und so was wirklich? Was machst du eigentlich? Angenommen, der Terminalleiter kommt hinzu, würden sich die Abläufe ändern? Das ist eine relevante Frage. Also macht das einen Unterschied, wer teilnimmt? Ja? Und muss man das abnehmen? Oder wer trägt wie dazu bei, dass die Arbeit gelingt? Was passiert, wenn Abteilung XYZ ausfällt? Wer muss mit wem wie reden, damit ein gutes oder ein schlechtes Ergebnis entsteht? Ja. Das sind alles Fragen, die so typisch aus der Therapie kommen. Also natürlich ein bisschen abgewandelt, ist klar. Aber die Art und Weise, wie man fragt, das ist etwas, was man nutzen kann, um diesen Raum zu erweitern und an diese Relevanz der sozialen Systeme heranzukommen. Naja, im nächsten Schritt wird es trotzdem so sein, dass in irgendeiner Art und Weise ein Product Backlog entsteht, also Anforderungen irgendwo niedergeschrieben werden. Und auch das ist natürlich wieder die Grundlage für die Softwareentwicklung. Und auch hier kann jetzt dieses Bewusstsein benutzt werden, okay, es gibt verschiedene Realitätskonstruktionen. Also wir wissen von vornherein, dass wir uns eigentlich gar nicht einig sind, was wir bauen wollen. Zumal wir natürlich von der Fachlichkeit schon nicht so viel Ahnung haben als Softwareentwickler. Und jetzt haben wir auch noch Unterschiedlichkeiten. Ja, und das ist uns bewusst, das wissen wir. Also können wir gar nicht davon ausgehen, dass wir uns alle einig sind, was wir eigentlich wollen. Und das nutzen wir und sagen, okay, auch hier wollen wir einen Realitätskonsens schaffen. Auch hier wollen wir anstreben, innerhalb des Teams die Möglichkeit zu generieren, dass wir uns klar sind, einen Konsens zu schaffen über das, was wir eigentlich tun wollen, was wir umsetzen wollen, wie wir es umsetzen wollen. Und auch hier kann das unterstützen, dass man beispielsweise so ein Team bestmöglich unterstützt, dass es stabil bleibt, dass Vertrauen aufgebaut werden kann. Ja, dass auch sie gemeinsam Transparenz nutzen, um Arbeitsabläufe zu visualisieren, um Verständnis zu schaffen. Und auch Ubiquitous Language in dem Fall auch sehr wichtig, ein gemeinsames Glossar. Und dieser Gedanke auch nochmal übertragen auf die ganzen Teams, auch hier. Also das muss ja nicht der gleiche Konsens sein,
Aber zwischen den Teams haben wir natürlich auch Schnittstellen, irgendwelche Themen, die wir gemeinsam bearbeiten müssen, Performance, Security, all solche Themen. Auch da braucht es ja einen Konsens. Man muss ja schon wissen, was man gemeinsam machen will, damit am Ende in irgendeiner Art und Weise ein Terminal rauskommt, was den Anforderungen besser entspricht, was man sich eigentlich vorgestellt hat. Und was man langfristig erreichen möchte, ist eigentlich ganz einfach. Es geht darum, ganz einfach, ja, schön gesagt. Also, wir haben hier den Realitätskonsens der Leute am Terminal. Ja, das sind die Leute, die tagtäglich Hand in Hand arbeiten. Da laufen die Prozesse. Das heißt, da, wo das eigentlich gut läuft, ist man sich sehr einig, was man tut. Also da, wo Kommunikation in der einen Abteilung aufhört und die nächste übergeht dann und das fließend gut funktioniert, da weiß man, was man macht. Da heißt ein Konsens da, da weiß man das. Ja? Nicht alles ist bewusst, das ist klar, vieles läuft ja auch unbewusst ab. Und hier auf der Seite bei der Softwareentwicklung gibt es auch einen Konsens. Und interessanterweise ist es so, aus unserer Begrifflichkeit heraus, sagen wir, wenn der Konsens von der Softwareentwicklungsabteilung, der Realitätskonsens hier mit dem Realitätskonsens an dem Terminal von den Leuten, die dort arbeiten, wenn die Deckung hier, die Schnittmenge beider relativ hoch ist, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass die Software eine Akzeptanz erfährt. Ja? Weil ja das dann heißt, dass man sehr, sehr nah beieinander ist von dem, was man eigentlich will. Und das ist genau da, wo wir hinwollen. Wir überlegen uns, wie schaffen wir es, diese Schnittmenge hier zu erhöhen. Und das kann man schaffen, indem man beispielsweise das Ganze iterativ aufzieht. Also auch da, das ist ein kleines Plädoyer für agiles Arbeiten. Das heißt nicht, dass alles super toll ist, aber dass zumindest dieses iterative Vorgehen ein großer Vorteil darstellt. Also wenn man das erste Mal Software ausrollt, vielleicht weil man so ein MVP anstrebt und das dann ausrollt, dann kann es sein, dass diese zwei Kreise noch sehr weit voneinander entfernt liegen. Also entweder, weil man möchte, dass die Software die Prozesse in der Realität ändert, könnte ja auch sein, dass sie ganz anders arbeiten müssen, oder aber, weil man halt eben durch die Realitätskonstruktion sehr weit auseinander liegt. Und dann könnte hier ein Terminal rauskommen, was erstmal so aussieht. Im nächsten Schritt, in der nächsten Iteration, dann könnte es schon sein, dass hier die Schnittmengen größer sind. Und dann findet man zum Beispiel raus, oh, hier braucht man ein Depot, ein Containerdepot beispielsweise. Und so kann man Schritt für Schritt der Iteration die Schnittmengen, den Konsens beider Welten erhöhen. Und dann stellt man vielleicht sogar fest, ja, ich brauche hier sogar noch ein weiteres Gate, weil das irgendwie logisch ist, weil es sinnvoll ist, weil man das gemeinsam herausgefunden hat, dass das zielführend ist, dass da hier noch mein Gate dazukommt. Und Schritt für Schritt, Iteration für Iteration wird dann die Schnittmenge immer größer. Ja, und das ist derzeit der aktuelle Stand dessen, was wir uns als Theorie zugrunde legen und wie wir unsere Arbeit dadurch versuchen zu verbessern, damit das zieldienlicher wird, damit wir ein besseres Produkt rausbekommen. Und so viel soll es für heute gewesen sein. Dankeschön erstmal. Gerne Fragen, Kommentare, Anmerkungen. Kannst auch, kannst auch erst fragen. Ja, genau, also die Frage, wie man Schnittmengen, wie man das messen kann, wie man das mitbekommt, das ist natürlich relativ schwierig. Wir überlegen uns, welche Metrik könnte uns helfen, herauszufinden, ob zum Beispiel Software Akzeptanz erfährt. Ganz einfach ist natürlich klar, wenn der Kunde sagt, was habt ihr da eigentlich gebaut? Das ist nicht das, was ich will. Dafür möchte ich nicht bezahlen. Ja, das ist natürlich ein relativ einfach und klares Feedback. Auch sowas bleibt nicht aus, weil wenn es ums Geld geht, will man natürlich auch was Gutes haben. Auf der anderen Seite kann man sich überlegen als Team, was sind denn hilfreiche Metriken, fachliche Metriken, die uns zum Beispiel zeigen, dass Software akzeptiert werden könnte beispielsweise und gut funktioniert. Könnte sich überlegen, wie viele Bugs habe ich, wie viele Supportfälle habe ich, wird die Software überhaupt benutzt, wenn sie ausgerollt wird. Also man kann ja mit jedem Commit auf Master gleichzeitig auch dann deployen und dann kann man ja gucken, werden Features verwendet, ja oder nein. Ja. Das sind so Möglichkeiten, also Metriken zu schaffen und das muss man aber aus dem Team heraus schaffen. Die Leute müssen selber verstehen und sich reinfinden und reindenken und natürlich die Anwender nah ranholen. Ja, es ist ja auch so, dass die Anwender bei uns in den Reviews dabei sind und natürlich dazu dann schon auch Feedback geben können. Ja, genau, also die Frage, ob Anwender dabei sind und auch der Kunde, wie tief er dabei ist. Also wir haben hier schon die Besonderheit, dass Teile vom Kunden 5 Tage die Woche hier sitzt und mitentwickelt.
das ist halt eben schon was Gutes und die Anwender sind regelmäßig dabei, auch der Kunde ist regelmäßig dabei, weil dieses Projekt, ich glaube, 8, 9 Jahre mittlerweile besteht und sehr, sehr, sehr groß ist. Also 7 Jahre grüne Wiese und hat in sehr enger Zusammenarbeit gestartet. Genau. Ja, genau. Und wir bauen ja das meiste komplett selbst. Ja, und das geht natürlich nur dadurch, dass wir den Kunden so nah ranholen. Weil ja eben auch ganz klar ist, wir haben von deren Welt keine Ahnung. Umgekehrt ist es natürlich ähnlich, ja. Und das muss man irgendwie verheiraten. Und eben gerade wegen diesen Realitätskonstruktionen, wegen dieser unterschiedlichen Vorstellung, Sprache und Bedeutung dahinter, müssen wir gucken, dass wir so nah wie möglich rankommen. Das weiß auch unser Kunde. Ja? Und deswegen haben wir den Prozess genauso, wie er ist. Also Begriffs- und Sprachfindung findet ja dann auch innerhalb der gelben und blauen Schnittmengen statt. Also auch Abteilungen hier, Teams hier verstehen Dinge unterschiedlich und merken es eine Weile nicht. Abteilungen beim Kunden brauchen das ja auch nicht, dass sie Dinge gleich benennen, aber unterschiedlich verstehen. Das ist ja auch die Idee, in den abgeschlossenen Kontexten diese Sprache zu finden. Also ja. Ach so, die Konzepte, ob wir das, was wir jetzt gerade vorstellen, auch dem Kunden bewusst ist. Ja. Erkennt es. Ja, also tatsächlich ist es so, dass unser Kunde das kennt. Ja. Inwiefern das jetzt alle natürlich auf den ganzen Terminals, weil wir reden hier nicht von einem Terminal, die haben über 25 Stück, wenn ich das weiß. 30 und das expandiert ja auch immer weiter. Also das mag ich bezweifeln. Interessanterweise ist das, was wir hier vorstellen, eigentlich ja gar nicht softwarespezifisch, weil ja diese Soziologie dahinter, das, was der Luhmann ja da geschaffen hat, ja ein Ansatz ist, Gesellschaft zu beschreiben. Also ist das völlig egal, in welchem Kontext wir unterwegs sind. Und ich glaube, den meisten ist bewusst, dass Wahrnehmung irgendwie eine Eigenleistung von jedem selbst darstellt. Aber im Alltag, das erlebe ich immer und das wirklich schon seit Jahren, ist das aber ganz anders wahrgenommen. Also das, was ich sage, ist richtig, was du sagst, ist falsch. Und das ist ja noch einfach, wenn wir reden, dass hier irgendwie ein Container steht, weil das zu leugnen wird wirklich schwierig. Aber wenn es dann mal in die Kommunikation geht, was nur verbal läuft, was jemand gesagt hat vor einem Jahr und wie gesagt und wie es aufgenommen hat und die Augenbraue ist hochgezogen, also das ist ja alles relevant für unser Erleben. Und da plötzlich vergessen die meisten, muss ich sagen, und das fällt auch mir immer wieder schwer, das ist normal, ist ja auch menschlich, festzustellen, Moment mal, das ist nur meine Wahrnehmung und da gibt es nochmal eine gleichwertige weitere Wahrnehmung. Es geht überhaupt nicht darum zu sagen, du bist richtig oder du bist falsch. Es ist natürlich letztendlich dann interessant, wenn man vor Gericht geht, um rauszufinden, wer richtig und falsch ist und wenn es um Zahlungen geht. Das ist ein anderer Kontext, aber in der gemeinsamen Softwareentwicklung ist es überhaupt nicht zielführend zu sagen, du bist richtig oder falsch. Ja? Da muss man schon genauer hingucken. Wobei natürlich ein technisches System Fehler hat und nicht Fehler, aber es geht hier nicht um technische Systeme. Das ist der wichtige Unterschied, ja. Also wenn eine Uhr kaputt ist, dann kann man das reparieren, dann kann man sich sehr schnell einig werden, was kaputt ist. Aber in sozialen Systemen, wo es um Kommunikation geht, ist das ganz, ganz anders. Ist Domain Design konstruktivistisch oder systemisch aufgebaut? Okay, die Frage ist, ob dass DDD schon konstruktivistisch aufgebaut ist oder systemtheoretisch aufgebaut ist. Per se nein. Weil, also unsere Idee war, oder unser Problem war tatsächlich zu sagen, wie finden wir jetzt so abgeschlossene Kontexte? Also man kriegt ganz viel Tooling an die Hand, wenn man sie hat, und dann weiß man auch, wie man sich da drin bewegt. Das, was wir uns gefragt haben, tatsächlich auch, also wir beide auch in diversen Diskussionen, wie man das jetzt mit Leben füllt. Wie finde ich so einen Kontext? Und was bedeuten dann die hinter drin eine Sprache zu finden und ähnliches? Und wir hatten dann geschaut, was sich anbietet, die Dinge genau diesen Transfer zu leisten, also zu verstehen, wie wir diese Kontexte finden. Und wenn man mal in die Begriffsbildung guckt, sind die erstaunlich nah. Also wir haben so ein paar Andeutungen vorhin gemacht, aber letztlich sind die Definition von was ist ein soziales System und was ist ein abgeschlossener Kontext, die sind sich sprachlich schon sehr, sehr nah. Und ich glaube, da kann man auch noch mehr reinschauen, als wir das bisher gemacht haben, und man wird sehr viele Parallelen entdecken. Und deshalb hat sich die Theorie hier aus unserer Sicht einfach angeboten. Also Konstruktivismus ist aus unserer
Also das Freddy hat es ja gerade nochmal schön erklärt, das ist eigentlich nicht wegzudenken, das ist was, was gilt, das ist für uns gesetzt und diese Luhmannsche Theorie, die spielt dem Rest dann einfach sehr schön zu und liefert uns auch Mittel, diese Ideen von Conway's Law und was heißt eigentlich, dass das ein isomorphes Bild ist, besser zu verstehen. Damit waren wir gestartet in den Diskussionen, weil wir genau da den Eindruck hatten, da ist sich die Welt, die ganz viel drüber redet, im Moment nicht einig. Und es fehlt eigentlich eine Gesellschaftstheorie, die das mit Leben füllt. Also aus unserer Sicht sind die beiden sehr nah beieinander. Ja, genau, also sich zu überlegen, wie schafft man es, dass man ein gemeinsames Verständnis von dem aufbaut, über das man da eigentlich spricht. Ja, sprechen. Ja, also die Grundvoraussetzung ist Kommunikation, auch ja. Da ist es wirklich super einfach, aber es ist wiederum schwer, das zu ermöglichen, weil natürlich, was da alles dahinter steckt, auf der Kundenseite die ganze Dynamik, die Anforderungen reinzuholen, und das Tagesgeschäft dort und unser Tagesgeschäft hier, das ist natürlich nicht immer einfach, dass man das perfekt miteinander vereinen kann. Aber was da wirklich die Grundlage ist, ist Kommunikation und das dann halt nochmal miteinander zu unterstützen, indem man eben genau diese Modelle hier nutzt und sagt, jetzt nimm das doch mal in die Hand, fahr doch mal mit diesem LKW hier entlang. Ja, wie soll das denn aussehen? Wie soll das funktionieren? Das funktioniert dann praktisch an der Stelle nicht. Ah, da haben wir einen Denkfehler drin. Also uns ist bis jetzt noch nicht viel mehr eingefallen, als das wirklich über nimm mal einen Stift in die Hand, zeichne es auf, lass uns mal nochmal ein Glossar erzeugen, dass also wirklich klar ist, um was es da eigentlich geht. Das sind so die Ansätze, die wir verfolgen und viel, viel kommunizieren, ja, Workshops. Spezielle Workshop-Formate an der Stelle nicht wirklich, außer dass alles, was man halt so kennt, was gibt es da, Design Thinking oder solche Ansätze. Event-Storming haben wir in letzter Zeit öfter versucht. Das spielt halt dieser nachrichtengetriebenen Welt auch entgegen. Hilft auch dann im DDD-Sinne, die Domäne zu identifizieren und zu verstehen, was für eine Art habe ich jetzt da, was liegt denn davor? Genau, einfach mal auch was durchspielen, wie so ein Schauspiel. Oh, ich bin jetzt ein Kunde und rufe an, hey, ich hätte es gern. Wie geht nicht, kann nicht sein, will ich aber trotzdem, dass man das dann durchspielt an den Stellen. Das ist sehr wertvoll, auch wenn es immer zu Schmunzeln führt, tatsächlich. Ja, also. Ja, genau. Für den Fall oder so ein adaptiertes Domain Storytelling, also wo auch zwei, kennt ihr sicherlich, zwei echt coole Formate sind. Ja. Ja. Und wenn ihr das jetzt zeitlich im Aufwände vergleicht, wie viel Zeit läuft da ins Requirements Engineering rein für Workshops, viele Leute einen Tisch holen etc. versus das, was dann sozusagen im Hintergrund an Architektur, Entwicklung und so weiter steht? Also der zeitliche Aufwand für das Requirements Engineering ist natürlich schwer zu beantworten. Es ist so, dass unser Kunde auf der Kundenseite ganz oft die Anwender hierher holt, also gerade auch bei uns, um denen ein Gefühl zu geben, was hier eigentlich passiert, was Software bedeutet, diese Softwareentwicklung und wie wir sie nachher benutzen wollen, ist natürlich auch da schon eine massive Irritation, wenn die hierher kommen und sehen, wie wir arbeiten im Vergleich zu dem, wie die arbeiten. Also diese zwei Welten, das sorgt schon für massive Irritation, könnt ihr euch vorstellen. Aber was sie da halt machen, ist, dass die Workshops hier stattfinden und die haben dann ganz, ganz viele Workshops, um diese Requirements Engineering zu betreiben. Und das meiste ist aber, weil es ein iterativer Prozess ist, immer wieder ongoing, also auch mit dem Kunden. Das ist ja nichts, wo wir sagen, und das kann auch der Kunde gar nicht leisten, dass er hingeht und sagt, er beschreibt alles, macht dann Lastenpflichtenheft oder von mir aus auch ein Backlog, wie man auch immer es nennen möchte, gibt es uns und fertig ist. Also das sind Prozesse, wo wir auch während wir ausrollen, immer wieder feststellen, Moment mal, das ist doch nochmal anders gedacht. Ja. Und da nutzen wir natürlich alle Mittel, um dann regelmäßig die Workshops miteinander zu machen, um das Requirements Engineering immer wieder voranzutreiben, wo wir es brauchen. Und die Aufwände, der Unterschied, quantifizieren könnte ich das nicht. Also nicht mehr in Relation. Nee. Weiß ich nicht.
Nee, das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Die Relevanten. Also alle. Das ist eine schwierige Frage. Also es ist tatsächlich ja auch eine Herausforderung, wo wir immer stehen. Das hat ja mit ganz vielen Dingen wieder zu tun. Wer mit Mindset, mit wie lassen sich Leute auf was ein und wie lange ist er schon PL-SQL-Entwickler und möchte neue Dinge. Die Diskussion wird man nie los. Und da wüsste ich kein Patentrezept. Also da knapsen wir immer wieder dran. Ich glaube, alle in der Welt. Ja. Ja, genau. Genau, Reife ist da tatsächlich so ein Begriff, den man dann immer, also Team Maturity oder ähnliche Maße, die man da versucht. Ich glaube, heute sagt man Capabilities. Ist aber irgendwie das Gleiche. Also, ist aber auch schwer zu messen. Also. Ja. Das ist interessant, weil aus meiner Warte raus, da ich ja nicht Software entwickle, sondern den Luxus habe, tagtäglich nichts anderes als mich mit Kommunikation zu beschäftigen und in der Teamentwicklung mitzuwirken, ist es schon so, dass ich für mich sagen muss, dass leider schulisch, das fängt ja schon im Kindergarten an, aber Schule und Universität, die sind so aufgebaut, dass die eigentlich gar nicht das groß unterstützen, wie wir hier arbeiten und wo ja auch der Trend hingeht. Also das ist ja sehr stark hierarchisch geprägt und das will ich jetzt nicht in diese klassische Diskussion, Hierarchie ist schlecht, muss man abschaffen, das ist Quatsch, davon will ich gar nicht reden, sondern es geht darum, dass die Art und Weise, wie zum Beispiel gelernt wird und wie das Ganze verstanden wird und das Miteinander, das ist kommt aus einem Denkverständnis raus, was gar nicht zielführend ist. Ja, also gerade Lernen ist ja etwas, das ist nicht, also wenn ihr jetzt was aus dem hier mitnimmt, und wenn es nur eine Sache ist, dann weil ihr das selber erzeugt habt. Wir haben natürlich einen Input gegeben, einen Reiz, aber was ihr daraus gemacht habt, wie ihr das für euch verarbeitet und wie ihr das bei euch schön einwebt, das ist eure eigene Leistung. Ja? Das liegt nicht daran, dass wir super toll sind, sondern weil ihr was daraus gemacht habt. Und ich erlebe das halt hier auch. Wir haben ein Großraumbüro, da sitzen alle Softwareentwickler drin. Das geht, weil wir sind, ja, wie gesagt, so 60 bis 70 Mitarbeiter bei uns. Und das funktioniert, aber ihr könnt euch vorstellen, das ist eine ganz andere Dynamik, als wenn jetzt zu zweit immer einer im Büro sitzt und die Kommunikation getrennt ist. Und dass da Eigendynamiken entstehen, Flurfunk, eigene Regeln, Muster, wo lernt man sowas? Warum lernt man das in der Schule nicht? Warum lernt man das nicht in der Ausbildung? Warum lernt man nicht, wie geht man miteinander um? Also zum Beispiel auch so ein Klassiker ist, man fängt ja häufig an zu psychologisieren. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwas nicht stimmt, dann guckt man, was macht diese Person falsch? Man geht hin und versucht dann zu sagen, ja gut, ist vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Choleriker oder sowas. Aber das soziale System, wo dieser Mensch erlebt wird, also sein Verhalten in einem gewissen Kontext zu stellen, dass der Kontext massiv Verhalten steuert, ist unheimlich interessant. Ja? Also häufig ist es auch so, das erlebt man überall, das findet man auch hier mal wieder, das Denken, dass man sagt, naja, das Team funktioniert nicht gut, diese Person ist die stört, die müssen wir rausnehmen. Man nimmt die Person raus, kommt eine neue Person rein, die Muster sind dieselben. Ja, weil das soziale System nicht allein dafür verantwortlich ist, aber massiv Verhalten von Personen steuert und nicht die Psyche allein das steuert. Weil ich meine, wir sind zwei Leute, hier sitzen irgendwie 20 Leute, warum reden wir hauptsächlich? Warum ist das so? Super unwahrscheinlich. Ihr habt alle was zu sagen, warum redet ihr nicht? Ja, weil das soziale System, ja, lustig, gell? Aber, genau, weil wir hier irgendwie stehen, wenn wir uns jetzt da reinsetzen würden und wir würden genauso viel reden, das wird super unwahrscheinlich, dass das passiert. Das ist eine Eigenlogik, die hier entsteht. Aufgrund dieser Konstellation, ihr sitzt hier, guckt nach da, wir zwei hier und gucken nach da, gibt es Regeln in diesem System. Wir reden, ihr schweigt. Meistens. Und das ist unabhängig von unserer Person. Nicht wir sind es und auch nicht ihr, sondern das ist, dieses Verhalten ist eine Logik aus dem System. Aber das lernt man nirgendwo. Wo lernt man das? Ja? Ganz spannend, aber es ist super, super wichtig, das zu verstehen. Und da muss ganz, ganz, ganz viel Ausbildung her, damit wir da besser miteinander umgehen können. Ansonsten sagt immer jeder, ich bin richtig, du bist falsch, was ich sage ist richtig und ich bin ja Senior und du bist Junior, was hast du hier eigentlich zu melden? Hilft uns alles nicht, weil wir wollen miteinander etwas erreichen, nicht gegeneinander. Das klappt nicht, ja. Nee. Das ist ja eigentlich so allgemein, dass man eigentlich sagen könnte, das steckt eben Manifest für agile Softwareentwicklung schon mit drin,
Also die agile Softwareentwicklung, genau, das ist ja, habe ich ja auch gesagt, denn vor allen Dingen an der Stelle hier mit diesem iterativen Vorgehen, das ist so ein kleines Plädoyer an der Stelle, ja, es unterstützt auch nochmal und es hilft auch dem Kunden beispielsweise zu sagen, es ist doch ein guter Ansatz, das zu machen. Aber es ist natürlich auch nichts Neues, das war auch schon vor, bevor es Agilität gab, nicht schon ganz viel anders, ne? Das ist halt Persönlichkeiten gibt, die miteinander kommunizieren und verschiedene Sichten auf die Realität haben. Und wenn ich das in Software abbilden will, dann ist irgendwie das mit gemeint. Also das ist so allgemeingültig und generisch und gut, dass das eigentlich damit drinsteckt, aber halt sehr gut in die Tiefe geht. Interessanter Gedanke. Also wir haben es ein bisschen umgekehrt gesehen, dass wir eigentlich aus unseren Gedankengängen wieder bei der Agilität landen, aus einer anderen Perspektive. Es gibt ja verschiedene auch Ansätze und Maße, die jetzt versuchen auch zu quantifizieren, wie gut agiles Vorgehen ist, wie also auch zu messen, wie gut diese Sachen sind. Es gibt diese Accelerate-Gruppe, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Ergebnisse, die ja auch über statistische Mittel dann rigoros gezeigt haben, was gut ist und dass gewisse Phänomene eben nicht auftauchen, wenn man gesund agil arbeitet. Und wir hatten eher das so gesehen, dass wir aus unseren Gedanken die Prozesse ähnlich gutheißen. Okay, also können wir gerne nochmal überlegen, ob man das direkt daraus ableiten, also vielleicht ist es das Gleiche, müsste ich drüber nachdenken. Ja, also wir sind nicht hingegangen und gesagt, oh ja, Agilität ist von vornherein das Beste und das ist der heilige Gral, wie es ja auch viel verkauft wird. Das ist ja, da geht es um Millionen bei diesem Thema Agilität. Das war nicht unser Ansatz. Wir haben halt nur für uns dann daraus geschlossen, ja, Moment mal, wenn wir so arbeiten, dann wäre das doch sehr hilfreich. Und da gibt es ja schon irgendwo auch Ideen, das nennt sich dann an vielen Stellen agil, wie gearbeitet wird. Was ich bei der Agilität aber als einen großen Nachteil finde, ist, das ist so schnell gekommen, aber liefert an sich keine Theorie. Also ich meine, es ist irgendwie klar, dass iteratives Vorgehen sinnvoll ist. Es kommt mit Werten daher wie Commitment, Fokus und sowas. Das ist alles nicht wirklich greifbar. Und eine solide Theorie, wie zum Beispiel das meiste ja eigentlich aus der Universität oder zumindest da geforscht wird und das heißt, da entwickeln wir jetzt etwas draus, das ist da gar nicht entstanden. Klar, dass das irgendwo aus Japan und aus einer Kultur kommt und das daraus vielleicht beschrieben wurde, schon. Aber mir persönlich war das immer viel zu dünn. Na, da kann ich ja alles Mögliche an Voodoo treiben und evangelisieren und sagen, das ist das Beste, aber eigentlich wirklich erklären und wie das zusammenhängt und wo da was ist. Und deswegen sind wir da zuerst mit der Systemtheorie gekommen und haben gesagt, naja, das ist was Wissenschaftliches, wir sind beides ja irgendwie so geprägt. Genau, sind beide ja irgendwie geprägt aus der Universität und da ist es halt eben so, dass wir gesagt haben, das ist für uns wichtig, das gibt es irgendwo einen Ansatz. Und die Systemtheorie und das, was Agilität macht an vielen Stellen, lässt sich sehr, sehr, sehr gut miteinander verknüpfen. Und das ist spannend, wirklich hochspannend. Ist halt einer von mehreren Ansätzen, die im Moment halt so nachgezogen werden. Die versuchen auch rigoros, tatsächlich rigorosen Forschungsmethoden zu zeigen, warum diese Dinge gut sind, warum das sinnvoll ist, so zu arbeiten und was es auch gesellschaftlich an Phänomenen vielleicht reduziert, Burnout und ähnliche Dinge kann man ja messen, ob die in diesen, sehr genau, was diese Accelerate-Gruppe auch macht, mit relativ einfachen statistischen Mitteln zeigt, wenn man halt gesund arbeitet in diesem Sinne, dann fallen solche Phänomene weg, aber die Kundenzufriedenheit ist trotzdem höher, das Produkt ist besser in irgendeinem wie auch immer gearteten Sinn. Und dann gibt es ja noch mehr Ambitionen, die jetzt solche Dinge auch tatsächlich versuchen, messbar, greifbar zu machen, irgendwie zu quantifizieren. Aber eben im Nachhinein. Okay, wenn man das Manifest vielleicht tatsächlich so liest, können wir gerne nochmal drauf gucken. Vielleicht ist das fair. Also was da vielleicht nochmal interessant ist, wir sind ja diese Systemtheorie, da sind wir beide keine Experten drin, weil das, ich glaube, da kann man sein Leben opfern, um Niklas Luhmann zu verstehen. Also das würde ich mir niemals anmaßen wollen, dass ich das in Ansatz weisen kann. Und wir vereinfachen an manchen Stellen, wo es vielleicht ein Soziologe sagen würde, oh, das ist vielleicht aber nicht so 100% richtig. Die Soziologin ist auch gegangen. Ja. Kann man nachher mal fragen, ob das einen Zusammenhang gab.
Aber es ist schon so, dass in der Soziologie nach Luhmann der Mensch als Ganzes nie auftaucht. Den gibt es nicht. Also er sagt, technische Systeme betrachtet er nicht, das ist nicht relevant für ihn, aber es gibt organische, psychische und soziale Systeme. Und der Mensch als solches taucht da nie ganz auf. Und es wird ihm dann vorgeworfen, das ist nicht menschlich, was er da macht. Aber das ist alles gar nicht, darum geht es nicht. Es geht darum, Gesellschaft zu beschreiben. Und Individuum kommt da einfach nicht vor. Und dann liefert auch Agilität natürlich, ist ja nicht deren Idee, aber Individuum und Interaktion, ja, Individuum, aber in der Systemtheorie, was bedeutet das dann eigentlich? Das muss man sich dann schon die Frage stellen. Also es ist ja so, ich habe keine Ahnung, was ihr gerade denkt, also ob ihr gedanklich gerade bei der Pizza seid oder auf dem Weihnachtsmarkt oder sonstiges, weiß ich nicht. Ihr wisst aber auch nicht, was ich denke. Und wie eure Stoffwechselvorgänge gerade sind, keine Ahnung, weiß ich nicht, ja, ob die Zellteilung gut funktioniert oder nicht, keine Ahnung. Nach der Pizza. Ja, genau. Das Einzige, was wir aber gerade mitbekommen, ist Kommunikation. Es gibt nichts anderes als das, was jetzt gerade passiert, ist Kommunikation. Und das war für mich damals, als ich das erste Mal gehört habe, ich gedacht so, ja, stimmt, genau. Alles, was stattfindet, ist Kommunikation. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und was ist dann Kommunikation? Versteht Luhmann auch noch mal ein bisschen anders, als so, wie wir es im Alltagsgebrauch verstehen. Es ist halt so schön einfach wie auch kompliziert. Das, was wir eingangs gesagt haben. Ja, das ist genau. Halt eine sehr simpel zu beschreibende Theorie, die dann doch irgendwie nicht so ganz einfach wirklich zu verstehen ist oder in die Anwendung zu bringen ist. Richtig. Also man könnte ja auch sagen, wenn ihr in der Kasse geht und bezahlt und aufgefordert wird, 3,70 Euro zu bezahlen, kommt doch keiner von euch für die Idee, oh, wie wär's denn heute mal mit 2,80 Euro? Falschen wir doch mal. Oder 5. Ja, 5. Ja, aber warum macht das keiner? Habt ihr euch jedes Mal davor durchgelesen, wie die Regeln sind? Beim Supermarkt? Nee. Natürlich gibt es Regeln, das ist schon klar. Aber so ein soziales System erzeugt automatisch aus sich heraus, und das meint Selbstorganisation, eigene Strukturen. Also Selbstorganisation ist nicht die Fähigkeit, seinen Tisch selbst aufzuräumen, sondern Selbstorganisation meint, Strukturen selbst zu erzeugen. Und dazu gehören Regeln und Muster und Prozesse. Und Regeln sind zum Beispiel, ich gehe an die Kasse und stelle mich hinten an. Muss ich ja nicht machen. Ich könnte ja auch einfach direkt nach vorne gehen. Warum mache ich das nicht? Warum nicht? Ja? Warum falsche ich nicht? Warum mache ich das? Erklär mal meiner Tochter. Genau. Kinder sind da besonders klug. Genau, die werden dann nämlich in diese Regeln gezwängt oder in diese Prozesse und müssen sie schmerzhaft lernen. Aber genau, und das sind halt eben Regelmuster, die das System selbst erzeugen. Und das hat auch jedes Team. Also wenn ihr in Teams unterwegs seid, da gibt es Regeln. Die meisten davon kennt ihr gar nicht. Nicht bewusst zumindest, aber unbewusst schon. Man kann die rausfinden, man kann geschickt Fragen stellen. Zum Beispiel könnte man fragen, okay, was müsste ich machen, um mich möglichst schnell zu disqualifizieren in diesem Team? Was musst du da machen? Und dann könnte da sagen, vielleicht, wenn du uns nicht mehr grüßt oder sonstiges. Aha, also ist Grüßen für euch wichtig? Umgekehrt, ja? Ja, irgendwie schon. Ist also vielleicht eine Regel, die da ist, dass man sich grüßt, um Teil dieses Systems zu sein. Weil ja die Regeln und Strukturen sagen ja, die zeugen ja die Systemgrenze, du bist drin und du bist nicht drin. Also du nicht als Mensch, weil das natürlich gar nicht auftaucht in der Soziologie. Aber die Kommunikation ist möglich oder nicht möglich. Ja? Ist Teil des Systems oder nicht. Und deswegen wird das Ganze dann schon schwieriger, wenn man das besser verstehen möchte, was Niklas Luhmann da gemacht hat. Aber für die Art und Weise, wie dann Menschen zusammenarbeiten und wie Kommunikation, Prozesse, Muster strukturiert werden oder was man da machen kann, ist es sehr, sehr spannend und hilfreich. Auch aus der Coaching-Perspektive als Agile-Coach oder Scrum Master, wie auch immer man das nennen möchte. Aber ich gehe ja schon davon aus, dass sozusagen nicht das die einzige Basis ist. Also ihr werdet sozusagen normales Requirements Engineering, wo ihr euch über Systeme, Systemgrenzen, Kontextgrenze klar werden müsst, das ergänzt ihr einfach noch so zum dieses Soziologen-Sprech-Konzept. Ui. Ja. Ja, genau. Das ist eine interessante Option. Und ich war vorher gar nicht, wie ich wusste, gar nicht, okay, auf die zu kommen. Das eine, das sind diese Soziologen, da kennst du auch ein paar. Und jetzt mal, wenn die Requirements machen müssen, wie machen die das und was hat das zu bedeuten? Und jetzt sehe ich so ein bisschen, es ist vielleicht eine gar keine schlechte Option. Okay, interessanter Gedankengang. Ja. Also was wir ja bewerben, ist dieser konstruktivistische Punkt. Also wir sagen ja schon ein bisschen, du machst es einfach. Du musst dir nur dessen bewusst werden.
Also du kannst nicht klassisch die Realität beschreiben. Es ist immer eine Konstruktion dessen. Das ist ja eine Prämisse, die hier in alles eingeht. Wenn wir die verwerfen, dann müssen wir einfach anders reden. Genau, das ist ja auch geprägt und, aus der ganzen physikalischen Welt. Es gibt einen objektiven Standpunkt. Du musst den nur einnehmen und dann kannst du die Welt, wie sie ist, beschreiben. Ganz objektiv. F gleich M mal A. Leugnet doch keiner. Funktioniert doch. Ja, ein Flugzeug fliegt ja. Ist doch eindeutig. Sowas von klar. Und dass es aber keinen objektiven Standpunkt gibt, dass immer alles Teil von einem Beobachter ist. Also alle Beobachter ist immer Teil des Systems. Das hat dann die Physik irgendwann netterweise auch rausgefunden. Also jeder, der die Quantenphysik ein bisschen mal eintaucht, weiß ganz genau, dass die Beobachtung das Experiment massiv beeinflusst. Das ist natürlich, wenn ich einen Apfel gucke, wie er runterfällt, was anderes. Aber dennoch bin ja ich derjenige, der das Ganze beschreibt. Und man hat sich halt weltweit darauf geeinigt, F gleich M mal A. Und selbst da sind natürlich auch nochmal massiv Vereinfachungen dahinter. Ja. Also selbst das ist ja... Ja, richtig, genau. Ja. Also auf dem Mars wäre das vielleicht nochmal anders zu bewerten. Ja. Und auch, was ist Urzeit, was ist alt? Und das ist ja verrückt, auch wenn man mal überlegt, ich reise mit einer schnelleren Geschwindigkeit irgendwo außerhalb der Erde und ich bin anders alt, wie die hier sind. Also das ist, wir sind halt so konditioniert in so einem Denken, Kausaldenken und Ursache gleich Wirkung und irgendwie lineare Zusammenhänge, dass wir aus diesem Denken halt schlecht rauskommen und diesen Blick zu erweitern. Genau. Ja, weil auch die Idee da ist, dass man es anders könnte. Man muss nur das richtig lernen, richtig machen. Und diese Annahme ist ja hier dann verworfen. Du kannst eben nicht. Das wäre schon mal ein schönes Unterfangen. Ja, das ist vielleicht auch nochmal der Hinweis, warum dieses Bild so ist, wie es ist. Alles, was wir natürlich hier erzählen, ist wieder eine Konstruktion von uns und muss nicht die Wahrheit sein. Also ihr könnt alles sagen, das ist Schwachsinn. Und es ist eine faire Eigenleistung eurer Wahrnehmung und eures Systems. Wenn ihr das sogar noch so wahrnehmt, ist das sogar vielleicht sehr wertschätzend euch selbst gegenüber. Gibt klasse, finde ich toll. Gibt trotzdem Pizza. Also. Genau, trotzdem Pizza. Nee, aber das... Richtig, also, ja. Aber es ist halt schon so, dass man sagt, ja, du warst halt nicht objektiv genug, dein Standpunkt war nicht objektiv genug, du hast es nicht objektiv genug beschrieben. Und das kann ich natürlich unendlich betreiben, weil es ja aus unserer Sicht die Objektivität nicht gibt. Also könnte ich mir doch lieber die Frage stellen, ja, okay, wie könnte man denn gemeinsam schnell genug rausfinden, wo wir Gemeinsamkeiten haben und die mal in den Raum stellen und das dann mal ausrollen, Software verwenden und das in möglichst vielen kleinen Schritten, weil wir davon ausgehen, es gibt nicht Objektivität. Genau, wir sagen ja, das ist ein Modell von Realitätskonstruktion. Also, das ist ja so. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Also schon der klassische Modellbegriff sagt ja, es ist was auf relevante Dinge, also man nimmt das weg, was dich in dem Kontext nicht interessiert. Ja, das Modell ist schon ein abgeschwächter Begriff der Realität. Und wir würden jetzt sagen, ja, das ist letztlich noch eine Abschwächung dieser Konstruktion. Also man guckt dahin und dann findet man was relevant, aber das ist immer noch von dem, der es macht oder die letztlich der Konsens derer, die auf dieses Modell schauen. Also nochmal eine Indirektion mehr drin, wo wir sagen, die muss aber drin sein, oder die ist drin, so, die kriegen wir nicht rausdiskutiert. Ja, das ist so tatsächlich eine Annahme, die eigentlich hinter all unseren Gedanken steckt. Genau, diese Indirektion bringt der Luhmann auch nochmal rein, indem er sagt, es geht nicht darum, was du beobachtest, und es wäre die Beobachtung erster Ordnung, sondern wie beobachtest du, was du beobachtest? Das ist ein interessanter neuer Blick, weil das stellt das Subjekt der Beobachtung, also der das beobachtet, in den Raum. Und das ist diese Indirektion, wo wir wesentlich stärker darauf hinweisen wollen, weil das Erste, was ich beobachte, lädt dazu ein, man kann sich sehr einfach objektiv darauf einigen. Und jetzt sagen wir nochmal, weil das der Luhmann ja eben postuliert, es ist interessant, wie du beobachtest.
Also man hätte ja auch sagen können, okay, der Requirements Engineer beeinflusst das, aber dann lassen wir den doch einfach weg. Wir machen überall Kameras hin, sagen das auch niemanden. Ja, das weiß keiner, dass da Kameras sind. Und dann beobachten wir alles. Und dann ist es doch objektiv. Nein, ist es wieder nicht, weil Wahrnehmung ist ja etwas Konstruiertes und worauf ich mich fokussiere und was ich wahrnehme. Die Hohlmaske hat das hoffentlich nochmal verdeutlicht. Es ist eine reine Konstruktion. Also warum beschreibe ich das gerade so und nicht anders? Ich könnte doch auch sagen, er arbeitet ineffizient oder er arbeitet effizient. Das ist alles immer nur eine Konstruktion und darauf wollen wir halt hinweisen, dass das die Frage, wie beobachte ich, ist ganz spannend und nicht nur, was beobachte ich. Beides ist einfach wichtig. Mhm. Ja, darauf kann man sich wahrscheinlich noch relativ gut einigen. Aber dann fängt es schon an. Mann heutzutage könnte auch eine Frau sein, könnte aber auch divers sein. Kein Witz, es ist tatsächlich so. Das genau. Ja. Genau. Aber dann ist die Frage, ob du noch deine Endanwender an irgendeiner Stelle fröhlich machst, wenn du so weit, also wenn der Konsens quasi, dann kriegst du diesen Konsens hier, den kriegst du nicht mehr. Weil die Leute hier oben am Terminal erwarten ja nicht nur eine Person, sondern die wollen mit ihren Truckern, mit ihren Kunden, mit irgendwas reden. Und das willst du greifen können. Das willst du, darüber willst du einen Konsens erreichen und das willst du in Software gießen. Ansonsten kannst du dich darauf einigen, dass irgendwas da ist. Also, aber es soll ja noch in irgendeiner Form einen Wert schaffen. Das war ja auch die Frage am Anfang, wie man das quantifiziert. Also letztlich ist ja Kunden- oder Endanwenderzufriedenheit, wie auch immer, die sich bemerkbar macht. Das ist ja so ein Ziel von der Softwareentwicklung. Es muss ja einen Wert schaffen, einen Mehrwert schaffen für die Leute, die es benutzen. Und der wäre wahrscheinlich dann nicht unbedingt erreicht. Apropos Mehrwert, es gibt Pizza, habe ich gehört. Also wir können, zu viel, wir können gerne parallel zum Pizzaessen noch weiter miteinander diskutieren. Und wenn ihr schön Lust habt, können wir auch mal noch angucken, was wir hier so machen und das Modell euch mal vorstellen, was wir hier haben. Sehr gerne. Oder was auch immer ihr machen möchtet. Einfach nur trinken geht auch. Bier haben wir auch da, fühlt euch eingeladen. Gell? Danke euch. Diskussion war super, hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die zahlreichen Fragen schon mal. Dankeschön. Dank euch. Ja.